Ja, moin moin! Wir sind wieder zurück bei Let's Play Gothic. In der letzten Folge haben wir ein bisschen mit Sandwiches gedealt im neuen Lager. Und wollen uns in dieser Folge hier vielleicht mal diese Hütte besorgen, wenn wir das hinbekommen. Oder vielmehr, wenn ich das hinbekomme, weil ich bin, was Kämpfen angeht, ziemlicher Noob, sowohl der Held. Ich kann mal kurz hier die Charakterwerte einblenden. Die sind noch nicht so besonders, ja, existent. Auch erst Level 2. 20 Stärke ist alles, was wir vorweisen können. Und ich werde jetzt einmal versuchen, Shrike anzugreifen oder gegen Shrike zu kämpfen. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir erstmal was anderes. Vielleicht noch mehr Sandwiches verteilen. Shrike. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Sag mal. Ich glaube, es gab da so einen kleinen Trick, wenn man... Weg mit der Waffe, weg damit! Waffe zieht und dann wegsteckt und dann zieht und dann... Langweiliger Kampf. Tu das okay. Wir machen ja so gut wie überhaupt gar keinen Schaden. Ich habe gesagt, ich versuch's nur einmal, aber ich versuch's jetzt nochmal. Weg mit der Waffe, weg damit! Dein Glück. Ah, nein, 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 nein! Langweiliger okay, Kampf. Nee. Das, wir kommen später nochmal wieder und machen das nochmal. Das ist im Moment noch zu schwer. Oder ich bin einfach zu schlecht oder beides. Hier, genau, Kronos. War es Kronos? Bin mir immer noch nicht sicher, ob es Kronos ist, aber ich glaube, es war Kronos. Es war Kronos. Mit dem können wir auch nochmal reden. Hallo. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Können wir ihm das sagen? Mit dem Brief? Ach komm, wir sagen es ihm einfach. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Lares-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Alles ist sehr magisch bei ihm. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Lares gehen. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Ey. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Okay. Ja, magische Kraft brauchen wir nicht und Magier. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Gucken wir mal. Lernen der Götter. Übersicht, neues Lager. Ring der Kraft, Stärkebonus 5. Also Stärke könnten wir tatsächlich gebrauchen. Und wir können eigentlich auch... Ja, ich würde sagen, wir kaufen...
wir gucken erstmal, wie viel... Hast du Erz? Du müsstest doch Erz haben, ja, oder? Du bist doch der Hüter des Erzes. Du hast gar nichts? Du hast keinen einzigen Krümel Erz? Das ist super. Na dann... Ich hätte gern die Eisblöcke, ich hätte auch gern die Eispfeile, ehrlich gesagt. Und die Übersichtskarte hätte ich eigentlich auch gerne. Das Problem ist, wir haben nicht mehr so viel Kram zu verkaufen. Schwerter. Haben wir noch ein paar? Oh, wir haben ja richtig viel noch. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht ihm 11 schenken. Irgendwas, was nur eins wert ist? Nö. Ja, komm, einen schenken, das können wir machen. Machen wir das hier mal. Geh zur Seite! Achso, ja, ich bin schon weg. Entschuldigung, der Herr. Entschuldigung, kann man hier irgendwie... Mit der Maus kann ich hier... Euch das an, wie viel magisches Erz hier liegt. Wenn wir nur ein bisschen was davon hätten, wären wir reich. Weil wir haben gar nicht mal wenig Kohle. 1000 Erz ist echt nicht wenig. Also es ist im Endeffekt schon wenig, aber so für den Anfang ist es doch schon mal gar nicht schlecht. So. Jetzt können wir... Ich wollte den Ring kaufen, ich Vollidiot. Jetzt habe ich nur Spruchrollen und eine Karte gekauft, aber ich wollte den Ring für die Stärke. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Hier, 160. 150 und dann hatten wir doch vorhin noch das hier und das hier. Perfekt, 160 annehmen. Dann können wir... Ah, er kommt auch gut an uns vorbei, das ist sehr gut. Stärkebonus. Dann machen wir zumindest ein bisschen mehr Schaden. Das ist ja nicht verkehrt, es regnet schon wieder. So. Wir wollen jetzt nochmal hier hinten... Aber eigentlich hier oben weitergehen. Ja, hier ist nichts mehr, gell? Nee. Hier ist nichts mehr, aber was hier noch ist, sind Hütten mit Zeug drin. Mal speichern und dann... Ah, die ist sogar offen. Sehr gut. Bisschen Kram und Krempel. Das können wir immer gebrauchen. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Und natürlich gibt's auch hier Banditen, denen wir nochmal ein bisschen Stoff andrehen können hier. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Aber du hast nichts, mach keine dummen Späße mit mir, klar? Oh, wir haben schon alles verkauft, krass. Ja gut. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Wie kannst du mir helfen, stand da. Das hat der Held irgendwie nicht gesagt. Ja, wir haben keine Lernpunkte, also können wir das auch irgendwie nicht lernen. 390 fehlen uns noch. Bandit. Warte mal, überlegen. Hier könnten wir eventuell noch reingehen. Und diese Truhe hier plündern. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Speichern wir nochmal. Oh, die ist auch offen, das ist gut. Das passiert mir nicht nochmal. Lass uns lieber über was anderes reden. So. Hier ist wahrscheinlich keine gute Idee, einfach mal reinzumarschieren. Bandit, Bandit. Wieso haben wir eigentlich kein Sumpfkraut mehr? Sollten doch eigentlich... Na gut, wir hatten nur 18, gell? Es gibt hier schon recht viele Banditen. So, die Truhe hier nehmen wir auch noch mit.
lassen. Das ist immer wieder dieselbe Leier. Es ist ein bisschen nervig hier gerade. Verdammt. Gerade am Anfang. Links, rechts, links. Damit fängt's an. Weil wir einfach nicht genug. Also nicht genug Dietriche haben. Und unsere Dietriche halt so schnell abbrechen. Aber gut. Es ist, wie es ist. Sharky. Seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Okay. Gucken, ob wir hier. Wahrscheinlich hat er auch nicht alles glauben. Hey du! Ne. Da hast du noch mal Glück gehabt! Kann schon sein. Wir können ja mal mit ihm reden. Vielleicht. Vielleicht hat er irgendwas Cooles für uns. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Oh. Könnte tatsächlich mit dem handeln. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Er hat Dietriche, jawollo. Nehmen wir mal direkt alle. So, Waffen hast du auch, aber nichts, was wir gebrauchen könnten. Okay. Ja, Heiltränke könnten wir uns eigentlich auch mal zulegen. Erstmal gucken, dass wir ihm noch unseren Krempel hier andrehen. Die Pfeile behalten wir mal. Weil, falls wir mal einen Bogen bekommen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir haben ja 10 Heiltränke, das ist okay. Ja, und dann kriegst du halt einfach noch ein bisschen Erz. Mehr genug für den Anfang. Hey du! Aber behalt's für dich. Muss nicht sein. Stellt die das? Sieht nicht so aus. Boah, ist das ätzend. Das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, weil die Dietriche, wenn die abbrechen, das sind ja jedes Mal 10 Erz, die wir da verlieren. Hey, was hast du da drinnen getrieben? Gar nichts, was hast du da drinnen getrieben? Nichts, beruhigt euch. So. Wo willst du denn hin? Na, hier durch. Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Warum tust du's dann? Was bewacht ihr hier? Wir passen auf, dass keiner von Lys oder Gomez Leuten Laris zu nahe kommt. Okay. Können wir hier, also... Gehört die Hütte irgendjemandem? Also die gehört bestimmt irgendjemandem, aber interessiert das irgendwen, wenn wir hier reingehen? Ich werde mal speichern, weil das macht ja sonst überhaupt keinen Sinn, hier die... Oh. Gut. Die ist schon auf. Hätte man eigentlich auch sehen können. Nee, hätte man nicht. Da ist nämlich ein Schloss dran. Schleichen ist ja auch super... Hey, was hast du da drinnen getrieben? Gar nix. Beruhigt euch. Wo soll's denn hingehen? Roscoe. Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Wenn du meinst. Nicht. Ich will mich eurer Bande anschließen. Das wollen viele. Du musst schon mit mehr kommen, wenn du durch diese Tür gehen willst. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Hm, bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Na, geht doch. Dann wollen wir das doch mal machen. Laris... Moin, moin. Oh, jetzt säuft er sich erstmal ein. Rede mit mir. Geht doch. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ich will mich verbessern.
Okay, also er ist quasi Diego. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Stufe 5, okay. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Okay. Dann sind wir, glaube ich, hier in der Wohnhöhle. Erstmal fertig soweit. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die wir hier im neuen Lager machen müssen. Da müssen wir noch rein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nicht reinkommen. Aber es gibt hier noch mehr zu tun. Oh Moment, wir können noch die Quest abgeben mit dem Sumpfkraut. Weil das haben wir ja auch schon gemacht. Vielleicht hat er ja noch mal ein bisschen neues Sumpfkraut, was er uns geben kann. Dann können wir nämlich noch mehr verteilen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ich will eigentlich nicht in die Bruderschaft, aber ich glaube, ich mache das trotzdem. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Deine Bitte ist bescheiden. Ich werde dir helfen. Hör gut zu. Baal Thyon ist einer der niederen Gurus. So wie ich. Iberion hat ihn zu einem seiner Berater gemacht. Das ist ihm nicht bekommen. Er hält sich jetzt für so wichtig, dass er mit niemandem außer seinen Schülern mehr redet. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Okay. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Nee, der hat kein neues Sumpfkraut für uns. Aber das macht auch nichts. Wir haben ja erstmal 1000 Erz, das ist schon mal gut. Dann können wir auf jeden Fall auch die 400 Erz für Laris. Also die haben wir schon. Gucken wir mal hier weiter. Ort. Was geht? Kannst Einhand beibringen. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Tja, im alten Lager können wir das umsonst lernen. Bei Sketty. Und im Moment brauchen wir es ehrlich gesagt auch noch nicht, weil wir sind so schwach, das bringt sowieso nichts. So. Jetzt wollen wir mal versuchen, uns hier mit den Scavengern anzulegen. Ja, komm, hör auf rumzuschreien, komm her. Das war ehrlich gesagt auch keine Glanzleistung. Aber ich glaube, so in etwa kann das funktionieren. Ich habe einfach nur zu schnell gedrückt und dann kam der Angriff nicht direkt raus. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay, das war noch schlechter als eben, weil er irgendwie viel zu weit plötzlich weggesprungen ist. Also der, oder ja, an mir vorbeigelaufen ist, der Scavenger, aber passt schon. Und da habe ich aus Versehen einen Laufangriff gemacht. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch sehr gut erinnern, dass die Laufangriffe echt
Die sollte man am besten einfach nicht machen. Zumindest, wenn man es vermeiden kann. Da ich aber zu schlecht bin, kann ich das irgendwie nicht so richtig kontrollieren. Mal gucken, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Aber ich glaube, hier ist einfach nur eine tote Area. Hier ist gar nichts. Ne, hier ist nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter in diese Richtung. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass da hinten war, glaube ich, die Mine vom neuen Lager. Ups, aus Versehen. Schleichen wollte ich jetzt nicht. Ja, wenn wir den einen Handkampf hätten, also wenn wir das einmal gelernt hätten, dann glaube ich, könnten wir die Morads auch mit einem Schlag umhauen. Oh Gott, ein Wolf. Wölfe sind nicht gut. Nee, Wölfe sind nicht gut. Aber an dem müssen wir irgendwie vorbei. Okay. Besiegt haben wir ihn. Aber so richtig geil war es nicht. Lass uns erstmal ein bisschen heilen. Jetzt können wir denn hier mal Waldbären, können wir uns einfach mal reinpfeifen, ein paar. Woran ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen muss, und ich hoffe, ihr könnt mir das ein bisschen nachsehen, weil, ja, es ist ja, also man macht das ja jetzt nicht, ist ja nicht alltäglich, dass man einfach beim Zocken einfach so in so ein Mikrofon reinlabert, und da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich da nicht aus Versehen plötzlich... Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welchen. Ich plötzlich gar nichts mehr sage, wollte ich sagen. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, na sicher. Wir verstehen uns. Wir sind fast schon beste Freunde, so gut verstehen wir uns. So. Und auch hier werden wir jetzt mal probieren, ein bisschen die Truhen hier auseinanderzunehmen. Weintrauben. Schmiedehammer, okay. Jetzt nicht so spannend gewesen. Hey du hast da drin... Ja, ich habe da drin nichts zu suchen, verloren, was auch immer. Erzähl's wem, den es interessiert. Nee, hier ist kein Weg. Ja, es wird schon wieder dunkel. Irgendwie hat das schon wieder einen ganzen Tag gedauert, bis hierher zu kommen. In dieses Haus kommen wir wohl nicht so einfach, wenn der Söldner hier direkt davor steht. Da ist auch ein Söldner. Drehst du dich? Ja. Okay, also in dieses Haus kommen wir jetzt auch erstmal nicht. Aber vielleicht kommen wir ja in dieses. Hey, du! Du lernst schnell! Kannst du bitte gehen? Weshalb schleichst du hier? Hey! Hey, du! Wir müssen mal gucken, ob die das vielleicht einfach auch gar nicht stört. Käse, Apfel. Gut. Kannst du mal aufhören zu schleichen jetzt?
Nee, irgendwie juckt die das nicht. Also es juckt die, dass wir hier drin waren, aber dass wir da uns an der Truhe bedient haben, das war denen ziemlich egal. Und hier sind gleich zwei Truhen. Rechts, rechts, links, links. Rezepturen, okay. Falsche Taste gedrückt. Mit F8 wird nicht geladen. So. Können wir eigentlich auch schürfen? Weiß ich gar nicht. Ein Schinken. Hey du! Was wollt ihr denn alle von mir? So. Okay, hier kann ich auf jeden Fall nicht schürfen. Die Erzadern sind beide besetzt. Hör auf mit den Hütten draußen. Ja, ist doch gut. Ich bin doch... Hä? Bin doch gar nicht in irgendeiner Hütte. Was ist denn von mir? So, die zwei drehen sich immer dahin, wo ich bin. Gucken, ob wir hier reinkommen. Sieht so aus. Oh, die ist offen. Das ist auch... Okay, die ist auch leer. Ich weiß nur, dass die offen ist. Okay, dreimal rechts und kein Dietrich ist abgebrochen. Das ist sehr schön. Weiter geht's noch hier oben. Hey du! Hier ist gar nichts. Raus hier! Ja, ja. Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Warum darf ich da überhaupt nicht rein? Da ist ja nicht mal was drin. Da ist Okühl. Hier sind Schürfer und Söldner. Ja, hier waren wir ja eben. Gucken. Könnte sein, dass wir hier problemlos rankommen an die Kiste. Hey du! Was wolltest du da drin? Hey du! Verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. Ich wollte hier gar nichts. Bin doch auch schon längst weg. Könnt ihr mich wieder ignorieren, bitte? Kann ich da mal vor... Weiß nicht, ob die mich ignorieren können. Hey du! Hey du! Raus hier! Die richtige Entscheidung. Hey du! Die richtige Kannst du bitte Entscheidung. Gehen? Okay, reden wir erstmal mit Okühl. Hä? Okay. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Wer bist du? Ich bin Okühl. Ich hab das Kommando über den Kessel. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Schade. Probieren wir das hier hinten nochmal. Das könnte funktionieren. Ich habe niemanden gehört. Wir speichern nochmal. Wow. Die Scheißkiste ist einfach leer. Ist nichts drin. Wie gemein.
Gut, dass wenigstens kein Dietrich dabei ist. Bleib aus den Hütten. Ja, ich bleib ja schon aus den Hütten. Beruhigt euch. Ja, ich habe gesehen, dass da eine Leiter ist und die benutzen wir jetzt auch demnächst. Aber erstmal wollte ich noch hier unten gucken. Hier noch irgendwas Interessantes ist. Also außer natürlich die Mine selbst. Aber in die kommen wir ja auch gar nicht rein. Da ist ja... Was machst du hier an der Mine? Ich wollte da rein. Ich wollte mir nur mal das Camp ansehen. Dann bist du hier wohl falsch. Hier ist der Mineneingang und der ist tabu für dich. Ich wollte mir nur mal die Mine ansehen. Du siehst doch, dass die Mine abgeschlossen ist. Also hier gibt's nichts zu sehen. Kann man da gar nichts machen? Was sollte man da machen können? Moment mal. Wenn du versuchst, mich zu bestechen, dann bist du hier an der falschen Adresse. Nein, ich wollte niemanden bestechen. Ich dachte nur, ich glaube, ich gehe dann besser. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich besser. Gut. Dann hier unten im Kessel ist doch ein guter Punkt, um die Folge für heute mal zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich denke, in der nächsten Folge könnten wir mit dem neuen Lager dann auch fertig werden. Also für das Erste. Mal gucken, wo wir als Nächstes hingehen. Wir müssen noch in die Mine und wir müssen aber auch noch in den Sumpf. Eins von beiden werden wir dann in der nächsten Folge oder ja, vielleicht auch erst in der übernächsten Folge angehen. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.